Hi YouTube, so es ist 3.35 Uhr morgens. Ich mache mich jetzt fertig, dann geht's zum Flughafen, dann fliegen wir nach Rom. Auf geht's. So, ich habe es zum Flughafen geschafft. Ich habe mein Ladegerät aber vergessen für die Fujifilm, also darf ich jetzt erstmal in Rom auf Suche gehen. Außerdem habe ich die AirPods Case mitgenommen, aber die AirPods liegen auf dem Schreibtisch. Läuft also super. Mal sehen, wie es weitergeht. So, nachdem ich es dann auch mal geschafft hatte, mir eine Powerbank zu besorgen, weil mein Akku leer war und dann brauchte ich noch einen Headphone-Jack, weil ich ja die AirPods vergessen hatte, bin ich jetzt erstmal auf dem Weg, meinen Koffer wieder abzuholen von so einem Luggage-Locker und ja, danach geht es erstmal ab ins Hotel. Kann ich mich einmal umziehen, ich habe nämlich noch eine lange Hose an. Und ja, dann geht es einmal los Richtung Vatikan, gucken, ob wir ein paar coole Bilder machen können. Ja, ich freue mich, los geht's, endlich was Luftiges anziehen, weiter geht's. So, ich bin aus dem Petersdom raus, hat Spaß gemacht, aber auf jeden Fall ist immer wieder überwältigend dort zu sein. Das ist wenn nicht sogar der religiöseste Ort der Welt für uns Christen. Und ja, es ist wunderschön dort, empfehle ich jedem, der in Rom ist, einfach mal reinzugehen. Auch wenn man nichts mit der Religion zu tun hat, es ist trotzdem wunderschön anzusehen. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen hier durch die Viertel rund um den Vatikan laufen, denn hier gibt es nicht nur super viele, sondern auch super schöne Kirchen, dann werden wir mal gucken, was wir so für Fotos bekommen können. Und heute Nachmittag geht es dann eher so in die Innenstadt, zur Spanischen Treppe und wo halt die ganzen Touristen auch rumlaufen, wo halt die ganzen schönen Läden sind. Dann werden wir mal sehen, was wir da so für Fotos machen können. Ein bisschen schönes was essen, vielleicht eine kleine Pizza und was trinken. Ja, jetzt sind wir erstmal hier. Ich bin super gespannt auf die ganzen Kirchen. Alle wird man nicht besuchen können, es sind einfach zu viele hier in Rom. Aber ist auch egal. Ich hoffe, ich werde ein paar schöne dabei erwischen. Los geht's. So, erste Kirche ist erreicht. Den Mundschutz aufsetzen und dann kann es auch schon losgehen. Na, meine Güte. So, erste Kirche ist erreicht. Mal reingucken. Das Ganze von außen aus. Nicht ganz so prunkvoll wie der Petersdom, aber mal sehen, was wir da so bekommen können. Ja gut, schade, ich darf leider nicht rein. Ich habe eine kurze Hose an, aber nun gut, so ist es halt. Das muss man auch einfach respektieren, aber für eine lange Hose ist es einfach zu warm hier. Ich bin heute Morgen losgelaufen, da waren schon 23 Grad. Jetzt anderthalb Stunden später haben wir 27 Grad. Werde ich jetzt nicht den ganzen Tag mit einer Jeans rumlaufen. Aber nun gut, war nicht die letzte Kirche. Ich hoffe, dass nicht alle so streng sind. Denn das wär außerordentlich schade. Aber nun gut, die Sonne lässt sich jetzt auch nochmal blicken. Nachher soll es ja gewittern. Ich bin ein bisschen vorsichtig, was das Wetter angeht. Aber dennoch zuversichtlich, dass wir ein paar coole Fotos machen können. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns dann beim nächsten Standort wieder. Ich bin jetzt einfach ein bisschen weiter gelaufen. Da hinten sieht man jetzt die Engelsburg. Dort. Vielleicht laufe ich da jetzt einfach mal rum, gucken, was man so kriegt.
Ja, irgendwie ist die Stadt noch ein bisschen leer. Gestern, als ich angekommen bin, war es deutlich voller, aber das kann auch noch an der Uhrzeit liegen. Umso später es wurde, desto voller wurde es nämlich. Anscheinend sind die hier alle nicht so früh aktiv. Aber nun gut, soll uns nicht abhalten, trotzdem ein paar coole Sachen zu fotografieren. Ich meine, die Gassen sind auch wunderschön. So ein kleines Dreirad hier ist auch ganz witzig. Ja, also auf zur Engelsburg. Ein paar Bilder machen wir von Engelsbrück auf jeden Fall ein paar Bilder machen. Und dann wollen wir mal. Ich bin jetzt auf der Engelsbrücke, laufe jetzt einmal rüber, ein paar Fotos gemacht. Die werde ich auch gleich dann hier reinhauen. Langsam wird es anstrengend, das Ganze laufen. Jetzt schon, weil gestern ganz schön heftig war. Aber egal, der Tag ist noch jung. Wir werden ein paar coole Videos und Fotos noch machen. Und dann geht's weiter. So, erstmal nachtanken. Haben wir erstmal was zu trinken. Das ist total cool hier, dass diese Supermärkte alle so in die kleinen Häuser gebaut sind. Das sind keine eigenen Häuser wie bei uns in Deutschland, sondern die sind einfach teilweise in Kellern drin. Und ja, jetzt wollen wir mal ein Wasser hier nehmen. Das ist doch ganz gut. So. Menschen dann auch aus der Region. Und ja, sonst brauche ich erstmal nichts. Gerade was gegessen. Dann geht's gleich weiter. Brauche ich da noch was? Hier gibt es auch total viele Nudeln, aber was mich so ein bisschen stört, es gibt hier nur Weißbrot. Das ist ja nicht so mein Fall, aber nun gut. Dann kann es gleich refreshed weitergehen. Ich glaube, die Gasse sieht ganz cool aus. Es gibt, glaube ich, ein ganz cooles Foto, sowieso mega faszinierend hier, dass die ganzen Gassen so schönes Licht projizieren, so eng beieinander gebaut sind. Das hat halt diesen typischen italienischen Flair. Macht mega Spaß, einfach hier durchzulaufen, einfach hier zu sein. Vor allem, wenn es dann mal gerade nicht so voll ist, das ist mega cool. Ja, mal gucken, ob wir ein cooles Foto ziehen können. Ich habe gerade an so einem Schaufenster geguckt und ich sehe auch einfach aus wie der größte deutsche Tourist dieses Mal. Wirklich, die Cappy. Kamera umgehangen, Rucksack auf, kurze Hose und bequeme Schuhe. Das ist eigentlich gar nicht so mein Style, aber dieses Mal sehe ich echt aus wie der deutsche Tourist schlechthin. Mega gut. Die erste Pause zum Akkuaufladen ist überstanden, war jetzt auch mal nötig, ging aber fixer als gedacht, denn irgendwie haben die Akkus recht schnell geladen, ist ja auch egal. Ich mache mich jetzt vom Hotel aus auf den Weg zum Kolosseum, werde mal sehen, was man da so fotografieren kann, und wenn es die Zeit dann noch zulässt, laufe ich noch ein bisschen in der Innenstadt rum, vielleicht noch mal rüber zum Petersdom, fand ich eigentlich ganz interessant da, mal gucken, was abends da so los ist. Aber bevor ich irgendwo hinlaufe, muss ich mir jetzt erstmal was zu essen holen. Ich bin gleich einfach hungern. Und ja, das ist jetzt der restliche Tagesplan. Wollen wir mal. Kleiner Zwischenstopp nochmal, bevor ich zum Kolosseum laufe und zum Forum. Ich bin jetzt
auf dem Altar des Vaterlandes. Hier nochmal ein bisschen die Aussicht gleich genießen von oben. Aber danach geht es dann auch los zum Kolosseum. Ne, ist ganz cool hier. Ich kam nur rein, dadurch, dass ich geimpft war, was ich echt bemerkenswert finde. Ich meine, es ist alles draußen. Hier ist frische Luft. In der Innenstadt kümmert es gar keinen. Die Gassen sind komplett zu teilweise. Wo ich mir auch die Maske aufsetze, weil mir das dann teilweise wirklich zu viel wird. Und hier im Gegenzug, ist es eigentlich egal. Nicht egal, sondern hier muss man wieder geimpft sein. Manchmal ein bisschen kontrovers, aber nun gut. Safety first. Jetzt gucken wir uns das hier erstmal an. Da wollen wir jetzt hin. Da laufe ich jetzt lang. Die Straße entlang und dann ist das doch hier das Kolosseum. Ich habe es zum Kolosseum geschafft, wie man hinter mir sieht. Ich werde jetzt mal ein paar coole Bilder machen. Reingehen werde ich nicht. Ich war vor 2 Jahren schon mal drin und die bauen gerade den Mittelteil aus. Deswegen ist da überall Baustellen, das ist alles abgesperrt. Allerdings finde ich es von außen sowieso schöner als von innen. Deswegen werden wir mal gucken, was wir jetzt für Bilder machen können. Aber das soll uns ja nicht daran hindern und danach geht es dann auch schon weiter mit der Tour. Jetzt machen wir erstmal ein paar Bilder. Fahrt beendet, Vatikan erreicht, ich musste erstmal diese doofe Nicht-Parken-Area verlassen, ist ja auch richtig, damit nicht alle Straßen mit diesen Dingern zugestellt wurden. Also ich dachte, bei uns zu Hause sind schon viele, aber das hat hier mal komplett überhand genommen. Wirklich an jeder Ecke stehen hier zig E-Roller, alle fahren damit rum, ist ja auch eigentlich ganz lustig, aber den Straßenverkehr stört es dann schon so ein bisschen, aber nun gut. Ich werde jetzt noch hier ein paar Fotos machen, danach werde ich mich auch gleich auf den Heimweg machen, um noch ein paar Sachen einzukaufen, abends was zu essen. Und dann schmeiße ich mich, glaube ich, auch im Zimmer aufs Bett, denn der Tag war anstrengend genug. Aber erst mal sehen, was wir jetzt hier noch Schönes kriegen. Danach werde ich auf dem Heimweg bestimmt noch ein paar Bilder machen. Und dann war es das erstmal für heute. Bis morgen. Letzter Tag in Rom hat angefangen, bin gerade aus meinem Zimmer raus. Es ist im Moment noch nicht so warm, aber es geht. Heute geht es eigentlich nur darum, ein bisschen in der Stadt unterwegs zu sein. Nochmal ein bisschen die Atmosphäre genießen. Danach werde ich auch mein Zimmer räumen müssen. Dann geht es auch irgendwann wieder zurück zum Flughafen. Deswegen ja, genieße ich heute einfach nochmal ein bisschen den Tag. Und dann werden wir mal sehen, was das so mit sich bringt. So, ich habe mich jetzt im Flughafen eingefunden, warte jetzt auf meinen Flug. Ich werde noch ein paar Sachen gleich am Laptop fertig machen. Und ja, dann war es das auch eigentlich mit Rom. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch gut gefallen hat. Ich werde das Video jetzt hier beenden. Deswegen lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wenn ich irgendwas verpasst habe. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf Like und unbedingt auf Abonnieren klicken, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch wieder auf zu Hause, da ist es nicht ganz so heiß. Aber nun gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.